Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ja, weiter geht's. Wir sind ja hier oben immer noch. Mir ist ja das in der letzten Folge das Spiel, nicht das Spiel abgestürzt, sondern die Netzwerkverbindung und damit natürlich auch GeForce Now. Ja, weil das darüber ja gestreamt wird. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Dieses Spiel macht mich fertig. Seelisch, moralisch, einfach alles. Weil es überhaupt nicht so klappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Oh, ey. Oh, komme ich da runter mit dem? Wäre ich dann doch mal lieber runtergesprungen. Hacke. Weil das wäre gut. Die haben da schon schön gebaut. Dann lass uns mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja. Moment. Vielleicht kommen wir ja mit dem hier runter da. Nee. Doch, oder? Ja, kommen wir. Ist ja eine ordentliche Strecke, die wir hier überwinden können damit. Okay, eine weitere gibt es leider nicht. Wir müssen erstmal runtersteigen und dann gucken. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hinten hin. Ach du Heilige. Dann können wir ja tatsächlich noch einen bauen, glaube ich, hinten. Weil hier der Abstieg ist alles andere als geil. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe mein Fotozeug verloren. Da ist er hingeflogen. Ja, was ist denn? Komm schon. Nein, nein, nein. Hallo, ich hab noch gehabt. Sag mir jetzt nicht, da kommt ihr nicht mehr hoch. Da hoch das Ding da aufstellen. Das wäre mir sehr lieb. Wenn wir den hier aufstellen könnten. Oh ja, das klappt auf jeden Fall. Wenn ich den hier aufstelle. Ja, da habe ich das Problem, da ist dieser blöde Felsen hier. Weil ich will ja natürlich da unten auch nochmal einen hin haben. Da unten ist auch noch einer. Aber ob ich den kriege, bezweifle das fast. Der da oben ist kein Problem. Aber der hier unten, hier gibt es noch einen. Ah, eventuell könnte das was werden. Eventuell. Dann nehmen wir nämlich zwei Stück mit. Jawohl. Dann klatschen wir ihn dahin. Kommen wir nämlich runter. Das sieht gut aus. Dann kommen wir nämlich da in die Richtung auch. Konstruktion abgeschlossen. Aber die müssen doch andere auch noch gebaut haben. Ich verstehe das immer nicht. Die bauen immer nur die Hälfte von dem. Guck mal an, wie weit das weg ist einfach. Das Ziel da hinten. Da geht es nur in die andere Richtung. Das bringt uns nicht sonderlich viel. Müssen wir wieder absteigen. So, von der Kälte sind wir erstmal runter. Gleichgewicht halten, Kumpel, Kumpel, Kumpel. Immer mit Ruhe.
Okay, unsere Ausdauer ist so im Eimer. Komm schon, jetzt geh da hoch. Was ist denn mit dem? Mann, hier geht die Gebiet. Na, prima. Wie sieht's denn aus? Ja, das sieht gut aus. Hier noch in Himbabbel. Wir müssen aufpassen, dass wir immer den da hinten im Sichtfeld haben. Wir müssen dahinter. Kann leider aber nur noch einen einzigen bauen. Was verdammt schlecht ist. Da unten haben wir noch einen. Der bringt uns aber nicht sonderlich viel, der da. Wir müssen hier auf jeden Fall noch einen platzieren. Die Sicht zu dem anderen ist auf jeden Fall da. Noch einen kann ich dann leider nicht platzieren. Das funktioniert nicht. Weil ich habe keine Links mehr mit. Ich hatte nur zwei. Wir müssen mal laufen. Aber fürs nächste Mal dann. Oh, nicht schon wieder. Was ist denn heute mit dir? Junge, Junge, Junge. Das Zeug geht ja auch kaputt. Kriegt ja auch Schaden ständig. Oh Mann. Ich habe heute den Tag des Fallens. Oh, einsammeln. Danke. 104, das sieht ja geil aus. Oh, na toll, GD-Gebiet. Prima. Bin ich ja höchst erfreut. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Blut und so? Ja, es müsste nachgeladen werden. Moment mal eben. Wir haben doch... Hier. Kann ich nicht. Also unser Blut ist okay oder wie? Keine Ahnung. Oh, ich hänge mit der Maus. Komplett verseucht hier. Immer langsam voran. Vielleicht können wir uns ranschleichen. Irgendwo vor uns ist einer. Hör ihn. Ganz in der Nähe. Okay, ich wollte gerade Nabelschnur durchtrennen, da war ich zu weit. Doch nicht. So, wo müssen wir hin? Das ist genau da oben. Mist. Ja, das hat er mich. Es waren zu viele. Ein Traum. Da geht's zurück. Oh. Na, prima. Grundstörung habe ich auch wieder. Ein paar Traum. Komme ich nicht hoch.
Mist. Und da ist er weg. Alter Finne. Das war ja ein Traum. Warum kann ich das nicht? Jetzt gib her. Monster Energy, jawohl. Und hier haben wir ganz viel virales Zeug. Nehme ich alles mit. Hallo? Sammel das ein jetzt. Pack doch einfach mal die blöde Waffe weg, danke. Ja, sehr gut. Das haben wir. Da unten müsste. Ich hoffe, das ist nicht hinter dem blöden Berg. Doch, natürlich. Ja, und meine Biotech ist auch bald hinüber. Stromtechnisch meine ich. Na, klettern. Danke. Oh, da müsste doch hier irgendwo sein. Da unten wahrscheinlich. Ja. Oh je. Oh je, oh je. Mein Zeug sieht echt nicht mehr so braller aus da hinten. Schon ziemlich kaputt, tramponiert durch den Regen. Habe ich denn... Ich habe auch kein Reparaturspray mit. Ich hoffe, das ist noch nicht über 50%. Ansonsten wäre schlecht. Aber ich denke mal nicht. Du arbeitest für Bridges, oder? Sonst hast du nichts für mich, oder? Nein? Okay. Vergiss es. Hä? Ich hätte nie erwartet, eine Lieferung in einem so guten Zustand zu erhalten. Was wolltet ihr jetzt von uns? Irgendwas braucht sie wohl oder vermisst sie wohl oder sowas? Keine Ahnung. Hey, ich habe eine Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Oh. Es ist eine lange Geschichte. Aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes läge irgendwo in den Höhlen und Gesteinsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden. Etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung, jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera... Mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich, den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Frachtetikett noch an der Box klebt. Und
Ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Natürlich, ich habe sonst nichts zu tun. Ich würde alles für diese Kamera geben. Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Nee, verstehe ich nicht. Wenn ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, falls du sofort loslegen willst. Hier. Wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügt. Okay, was hat sie denn, die blöde Kamera da? Was? Oh. Empfindliche Fracht. Ja, natürlich. Na, es ist ein Traum. Vorräte. Nichttötige Sturmgewehr Stufe 1, 1, 1. Brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. TK1. Brauche ich nicht. Blutbeutel nehme ich gerne mit. Bombe, Rauchgranate. Das ist alles für... Nehmen wir die Bowlergun mit. Wahrscheinlich treffen wir auf diese blöden Mutes. Mist, ey. Kann ich Ausrüstung selbst noch herstellen eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Nee. Die ist ja noch nicht im chiralen Netzwerk und so. Ja, jetzt heißt es... Wieder einmal laufen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Müsste da hinten irgendwo dann sein. Da gibt es auch nochmal einen Generator, das ist supi. Brauchen wir nämlich dringend. Nehme ich gleich alle. Jetzt ein Fahrzeug wäre echt gut. Ja, kurz davor ausgegangen. Unglaublich. Okay, hier ist eine, wir haben eine Brücke gebaut. Das wird nämlich sonst zu tief sein. So. Hier sind auch Straßeneinheiten, hier kann man auch tatsächlich die Straße aufbauen. Annäherung zum Ziel, das passt. Feindliche Scanner-Pings. Sam, hast du unsere fehlende Fracht gefunden? Hm. Offenbar trägt sie jemand umher. Ah, okay, da hat jemand die Kamera. Vielleicht kann ich mich ranschleichen. Der Ping muss anscheinend geklappt haben von mir. Dass ich den Ping negiert habe.
Sehr gut. Nicht gedacht, dass das klappt. Oh. Blutbeutel hätte ich noch gerne. Okay, laufen. Lauf. Einfach weglaufen. Beste einfach. So. Dann müssen wir da hoch wieder. Guck mal, da steht ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie kaputt das ist. Aber eventuell können wir das nehmen. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Das ist schon fast immer. Ah. Es hat sogar noch Saft. Ja, was geht denn? So. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, diese blöde Kamera für die alte zu holen. Weil sie so blöd ist und abgehauen ist, obwohl sie nicht mal gesehen wurde. Hat es abgehauen, hat alles fallen lassen. Naja. Da schleicht man sich doch weg. Oh wow. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich würde sie nie wiedersehen. Ja, ist mir egal. Ich möchte nur, dass du ins neurale Netzwerk kommst, bitte. Das möglichst zügig. Okay. Oh, du ahnst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Nein, ahne ich immer noch nicht. Verstehe es nicht. Jetzt müssen wir ein paar Likes rausspringen hier. 180. Bisschen wenig. Es war die Idee meines Vaters, hierher zu ziehen. Er war überzeugt, das Rätsel des gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können. Und wir dachten das auch. Aber sieh nur, was daraus geworden ist. Wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre die Kamera verloren gewesen. Und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Welt muss davon erfahren. Irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden. Also... verbinde uns. Wir wollen Teil der UCA werden. Naja, eine andere Möglichkeit hättet ihr jetzt auch nicht gehabt. Ich hätte es sonst einfach gemacht. Real. Bin wo? Ich mühe mich ab. Und ich möchte endlich mein Bibi wieder haben.
Jawohl, da haben wir die nächste Region. Verknüpft. Schrotflinte, Stufe 1. Oh. Eine nicht tödliche und eine tödliche Schrotflinte. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Danke nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sam Hartman hier. Die Kamera, die du geborgen hast, enthielt ziemlich interessante Aufnahmen. Die darauf gespeicherten Daten samt Forschungsunterlagen ihres Vaters haben wir automatisch erhalten, als du den Bunker der Fotografin ins Netzwerk gebracht hast. Egal, mein Labor hat immer noch keine schnelle chirale Verbindung, aber ich konnte eines der Bilder mit der Datenbank im HQ abgleichen. Auf Grundlage meiner vorläufigen Berechnungen sowie der fotografischen und dokumentierten Beweise in unseren Archiven würde ich das Alter der Malereien auf 30.000 Jahre schätzen. Mindestens. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neandertaler oder andere Urmenschen. Siehst du diese delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Küste entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfinen begegnen? Antwort: Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfinen, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind. Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Tod nicht das erste Phänomen seiner Art ist, dass es schon mal passiert ist. Auf unserem Planeten sind schon unzählige Arten ausgestorben. Von Bakterien bis zu Dinosauriern. Forscher nennen die größten bekannten Massenaussterben die großen fünf. Aber natürlich gab es viele weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleinerem Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollten? Ihr eigenes Aussterben? Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine anderen Theorien stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher wissen wir es. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse wir lüften können. Ich warte auf dich, Sam. Ja, das ist schön. Tolle Neuigkeiten, Sam. Die Vitalfunktionen von BB-28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet. Es blickte sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das Kleine selbst zu behalten. Egal. Ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen chiralen Schwankungen könnten Probleme bereiten. Kannst du vielleicht noch einen Ort ins Netzwerk integrieren? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BB zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deiner Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Nur noch ein Ort. Das sollte genügen. Viel Glück. Dann jetzt 5 Orte oder so gewesen dann. Unglaublich. Noch Standardaufträge. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Mountain Nord City wahrscheinlich, oder? Gehe jetzt mal davon aus. 18 Kilo. Kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Verlorene Bruchstücke eines Wandbilds. Das ist jetzt nicht so weit weg. Das könnten wir dann auch noch machen. Reparierte Kamera des Bergsteigers. Okay. Ausgrabung. Schrotthändler, natürlich. Ich laufe zum Schrotthändler. Weißt du, wie weit das ist? Bist du nicht mal ganz dicht? Diese halbautomatische Schrotflinte verschießt tödliche Schrotmunition. Der Schrot- und Streuflug, bla bla bla. Ein Schuss aus kurzer Distanz kann einem Ziel das Bewusstsein rauben oder schweren Aufprallschaden verursachen. Okay. Kurze Distanz, Bewusstsein rauben, Aufprallschaden verursachen, was diese Waffe für Nahkämpfe für ideal macht. Nicht tödliche Antipersonenwaffe. Okay. Na, wir haben nur den Lastenschweber hier, mehr können wir nicht.
Obwohl sie im Dings drin sind, aber. Naja. Wie dem auch sei. So, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und dann sehen wir uns bei der nächsten wieder. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.